Liebe Leute, wir sind jetzt eben hier, Pedro Pistola, Korrespondent in Istanbul, um zu schauen, wie die Geschichte jetzt hier läuft. Mir hat der Hakan gesagt, ja, es ist gerade schwierige Zeit in der Türkei, es sind bald Wahlen, die Inflation ist grauenhaft. Also das ist sicher 20-30% sind Preise aufgegangen in den letzten 4 Monaten und so. Und die Leute gehen es schlecht und so, und ich soll mal schauen. Ich bin hier schauen und habe hier auch eine coole Bar gefunden, kann ich sehr empfehlen. Und habe gestern wie betrunken mit den Leuten geredet. Es ist tatsächlich so, dass die Leute sagen, ja nein, Istanbul ist scheiße oder so, es ist schwierig, sie würden gerne auf Europa gehen, auf Berlin, auf Deutschland und so, zum anständigen Job und mehr Geld zu verdienen. Und ja, also meine Einschätzung, meine persönliche ist eigentlich, der Türken geht es auch gut. Also gut, ich wollte es Argentinien, bei uns haben wir wenn wir froh hätten, wir nur 30% für Inflation. Da hat jetzt ein Bier vor 10 Jahren 2,70 gekostet, jetzt kostet es 200. Also wir reden hier von 10.000% Inflation. Also da ist noch viel Spielraum, kann man sagen. Und hier in der Türkei fahren alle schicke Karren. 70% der Männer sind Fotomodel mit den neuesten Schuhen an. Und 100% der Frauen sind auch Fotomodel, wenn sie auf Gas gehen. Sie sind alle am Lachen. Es ist voll. Die Weizen sind voll. Wir haben jetzt Sonntag Nacht um 12 Uhr. Gestern ist hier die Hölle los. Jetzt ist es ganz ruhig, wie ihr merkt. Ja, also, was auch eine lustige Anekdote ist, dass ich auf dem Flohmarkt habe ich verkauft und so und habe gefragt, was läuft denn. Dann sagt mir der Typ vom Markt, du kannst alles verkaufen, einfach nicht aus Deutschland. Wir haben viel zu viel von Deutschland, oder? Alle Türken sind ja mal irgendwann auf Deutschland gegangen und haben dort geschafft und so, den Büdel aufgebaut. Sie sind jetzt mit einem Schickenkarren zurückgekommen und mit wahnsinnigen Bergen von Krümpel aus Deutschland. Also deutsche Sachen sind da nicht. Aber etwas aus Argentinien, aus Uruguay, aus Brasilien, großartig oder so. Da findest du Geld dafür. Ja, eben wie gesagt, hier Krise her, Istanbul, es ist eigentlich alles im Friedenbrief. Cools, Toleranz, Völklib. Klar, wenn du reingehst bei einem und sagst, Salam Aleikum, Kumant, und die schmützelt und kalt und sagt, ja, nein, hast du nicht wirklich Moslem und so. Sie haben das Gefühl, dass sie eigentlich einen schlechten Ort haben und so. Ich habe das Gefühl, es ist super. Also, Pedro Pistola, live aus Istanbul, für Crap TV. Mira, tiene las palmas. Da ist jetzt das Turkish Delight Laden, wo ich dir die Sachen gekauft habe. Und da wird das Vakuum verpackt. Und da ist es dann so. Super. Also, tschüss.